In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit zwei kostenlosen Programmen so ein cooles Profilbild erstellen könnt. Also bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Tutorial Monday. Heute zeige ich euch, wie ihr mit zwei kostenlosen Programmen ein richtig cooles Minecraft-Avatar-Bild erstellen könnt. Diese zwei kostenlosen Programme sind einmal GIMP und einmal den Minecraft Skin Viewer. Ich fange mal mit GIMP an. GIMP ist einer der besten kostenlosen Bildbearbeitungsprogramme, die es momentan gibt. Auf jeden Fall mal reinschauen und ausprobieren. Ist ein bisschen kompliziert am Anfang, aber man findet sich da relativ schnell rein. Ist relativ ähnlich, naja, für kostenlosen Bereich relativ ähnlich zu Photoshop. Kann man sich mal reinschnuppern und mal gucken, wie man da so zurecht mitkommt. Und einmal den Minecraft Skin Viewer. Der Minecraft Skin Viewer ermöglicht einem, sein Minecraft Skin 3D zu sehen und den 3D Skin dann in so Positionen zu versetzen. Das zeige ich euch jetzt gleich noch ein bisschen mehr darüber. Wir starten mal direkt mit dem Minecraft Skin Viewer. Wir öffnen den. So, dann sollte das so ähnlich bei euch aussehen, wenn ihr die Leisten hier unten nicht habt, wenn ihr Benutzername, Datei oder diese Buttons hier nicht habt, dann macht einfach Rechtsklick, Werkzeugleiste und macht hier bei den letzten drei überall einen Haken rein. Eigentlich ganz simpel. Und dann habt ihr das hier. Und ja, das ist eure 3D-Figur. Wir müssen den ja jetzt noch einen Skin anziehen. Dafür laden wir entweder eine Datei hoch oder wir geben hier einfach unseren Benutzernamen ein. Das habe ich jetzt mal gemacht und schwuppsiwupps, da ist mein Skin. So, den können wir jetzt positionieren. Auch hier über diese Buttons, da gibt es auch nochmal Positionen. Einmal normal, einmal gestreckt, einmal gehend, einmal laufend, einmal sitzend und einmal den Zombie. Aber für ein Profilbild denke ich mal, ist das ganz gut. Wir können noch ein bisschen den Kopf so rüber, dass man ein bisschen sieht, dass es 3D ist. So, wenn wir das jetzt haben, dann lassen wir es so. Ah ja, wenn euer Hintergrund eine andere Sache, also nicht schwarz ist oder so ähnlich, oder schwarz ist, das sollte er eben nicht sein, dann geht er auf Werkzeugleisten, Hintergründe und wählt diesen Transparenten hier aus. Und dann macht ihr es wieder weg oder ihr könnt es auch lassen. So, dann habt ihr jetzt euren transparenten Hintergrund und eure Figur. Die positioniere ich jetzt noch, wie ich die will. So. Dann mache ich Rechtsklick und Bild speichern als. Dann wähle ich meinen gewünschten Zielordner aus. Das ist jetzt bei mir der Desktop. Ich speichere das mal als Test. Ihr könnt das dann als irgendeine Datei speichern. So, das war's schon in diesem Programm. Ihr könnt da mal mit rumspielen. Man kann auch hier mal Rechtsklick und dann Werkzeugleisten und dann Animation. Dann kann man da noch so coole G-Animationen machen. Zum Beispiel hier so. könnt ihr mal ein bisschen dran rumspielen. Aber das war's erstmal mit diesem Programm, das schließen wir jetzt wieder. Und jetzt haben wir das Bild hier. Und jetzt öffnen wir mal GIMP. Ich habe das schon gemacht, weil das ein bisschen länger lädt. Und hier haben wir jetzt GIMP geöffnet. Machen wir mal kurz so. Mit GIMP kann man, wie schon gesagt, sehr gute Grafiken erstellen. Hier sieht erstmal alles ein bisschen komisch aus. Bei euch sollte es so aussehen, also so ähnlich. Aber ich zeige euch noch ein paar mehr Tutorials in der Tutorial Monday Reihe darüber und dann solltet ihr eigentlich ganz gut damit zurechtkommen. Egal, wir fangen mal direkt an. Hier oben auf Datei neu und also hier Datei neu und dann Breite machen wir 800 Pixel mal 800 Pixel und drücken einfach auf OK. Und dann solltet ihr sowas bekommen. Wenn ihr das auch nicht, also wenn ihr was anderes bekommt mit einem weißen Hintergrund oder ähnliches, dann macht einfach eine neue Ebene, die macht man hier unten. Macht auf OK. Löscht die andere Ebene und dann habt ihr auch was Transparentes. Aber das lasst ihr jetzt erstmal. Und da fangen wir mal direkt an. Wir wählen hier den Farbverlauf. Klicken wir einmal drauf. Dann gehen wir hier runter und wählen unsere zwei Farben. Man muss erst auf die vordere Farbe klicken und dann auf die hintere. Auf die vordere klicken wir zuerst und ich wähle mir da jetzt einfach mal so ein Blau aus. Vielleicht ein bisschen dunkler, so. Das könnt ihr mit jeden Farben machen, wie euch es gefällt. Ich mache das mal mit Blau und ein etwas helleres Blau. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen weiter runter, hier in den Werkzeugeinstellungen. Da findet ihr alle immer eure Einstellungen. Zu den einzelnen Tools. Und hier
Das habt ihr sehr wahrscheinlich nicht. Seid ihr ja ganz oben. So. Und dann macht ihr einfach von VG nach HG. Das heißt von Vordergrundfarbe nach Hintergrundfarbe. Klicken wir drauf. Und hier, ganz wichtig, bei Form kreisförmig. Und jetzt machen wir das so. Wir ziehen hier oben, ungefähr in der Mitte, klicken wir einmal mit der linken Maustaste und halten gedrückt, dann drücken wir dabei Steuerung und ziehen das einmal ganz runter. Und jetzt haben wir hier so einen kleinen Farbverlauf drin, wie man schon sieht. Ihr könnt das natürlich auch anders machen, ich mache das mal kurz rückgängig, sondern von der einen Ecke linke Maustaste gedrückt halten und dann in die andere mit Steuerung, weil wenn ich das ohne Steuerung machen würde, hatte ich keine gerade Linie. Steuerung habe ich eine. Und dann habt ihr so, ich lasse das jetzt erstmal so. Dann machen wir uns erstmal eine neue Ebene. Die brauchen wir gleich. Neue Ebene macht man ja hier unten. Jetzt aber importieren wir erstmal unser Bild, das wir eben gemacht haben. Dafür machen wir es ganz einfach per Drag and Drop. Wir ziehen das hier ein bisschen zur Seite, mein GIMP. Nehmen unser Bild und ziehen das einfach ganz simpel da rein. So. Und dann sollte es eigentlich laden. Da ist es schon. Und ja, jetzt könnt ihr theoretisch mit diesem Verschieben-Werkzeug euren Charakter schon verschieben. Aber so sieht das ja doof aus und nicht wie die meisten YouTuber es haben, so einfach nur den Oberkörper von eurem Ding. Darum vergrößern wir das erstmal. Da gehen wir auf das Skalieren-Tool. So. Und gehen hier oben in die Ecke, drücken Steuerung und ziehen das groß, ziemlich groß. Und dann in der Mitte können wir es nochmal gucken, wie es uns gefällt. Ja, so gefällt es mir ganz gut. Vielleicht noch ein bisschen größer. Immer Steuerung gedrückt halten, sonst hält ihr das Format nicht so. Also dann bleibt das nicht die Originalgröße. Und jetzt drücken wir auf Skalieren. Und schwuppdiwupps haben wir das größer. Theoretisch könnten wir das jetzt schon so lassen. Also wir können auch so ein paar Feinheiten machen. Aber so haben wir jetzt schon mal diesen klassischen YouTube-Avatar. Aber wenn wir ranzoomen, sehen wir, oh nein, das ist verschwommen. Das macht gar nichts, weil wenn ihr das weiter weg sieht, dann seht ihr es überhaupt nicht. Hier sieht man es nicht, hier sieht man es nicht, hier sieht man es nicht, hier sieht man. Also darum, ihr habt das ja sowieso in YouTube vielleicht nur so groß oder vielleicht mal so groß, aber mehr auch nicht. Ja, was wir jetzt noch machen, wir machen noch ein paar Einzelheiten. Wir gehen auf die Ebene, die wir eben erstellt haben, gehen wieder hier auf das Verlaufswerkzeug, wählen bei der ersten Farbe weiß aus, da könnt ihr es hier unten in die Ecke ziehen. Und die Hintergrundfarbe können wir erstmal so lassen, das ist egal. Dann gehen wir hier wieder auf diesen Button und wählen VG nach Transparent, also Vordergrundfarbe nach Transparent. Und da lassen wir auch kreisförmig und dann in der Mitte vom Bild machen wir den ersten Punkt, das heißt wieder linke Maustaste, Steuerung und ein bisschen so über das Bild hinausziehen. Oh, und da haben wir schon direkt unser Ding. Das können wir jetzt so ein bisschen verschieben, aber nicht zu viel. Und dann machen wir jetzt hier oben bei Modus nicht normal, sondern wir machen da Überlager. Nicht normal, was ist da? Bisschen verpeilt, tut mir leid. Wir gehen auf unsere Ebene und machen hier bei Deckkraft. Ziehen wir die ein bisschen runter, weil das war mir ein bisschen zu intensiv. Und dann machen wir das so in etwa, so auf ja 60%. Und dann haben wir eigentlich schon unser Bild. Weil der jetzt hat ja so ein bisschen so ein weißes Hintergrundleuchten. Und theoretisch sind wir jetzt schon fertig. Ihr könnt das natürlich noch ein bisschen bearbeiten, indem ihr noch einen Text hinzufügt, indem ihr hier drauf geht und so zieht und dann einfach schreibt. Aber das zeige ich nochmal in der nächsten Folge. Aber theoretisch seid ihr jetzt schon mal fertig mit eurem Skin und mit eurem Profilbild. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Speichern. Dafür gehen wir hier oben auf Datei. Und speichern. Aber das ist jetzt ganz wichtig. Der speichert das nicht als PNG oder so. Der speichert das nur als Projektdatei für GIMP. Das heißt, dass ihr es nochmal bearbeiten könnt. Ich speichere das jetzt einfach mal auf meinem Desktop wieder für als Test. So. Und jetzt wollen wir das ja exportieren. Das heißt, dass es als PNG oder JPG gespeichert wird. Und dafür gehen wir auf Exportieren. Und hier sehen wir schon PNG und hier könnten wir uns unten noch eine Menge von Sachen auswählen. Das ist echt übertrieben, aber ich mache mal gerne PNG oder nee, ich glaube YouTube nimmt nur JPG, ich weiß es nicht. Müsst ihr mal ausprobieren. Ich spreche jetzt mal PNG wieder als Test und dann einfach exportieren. Da mache ich das jetzt als JPG. Wir haben ja schon PNG auf dem Desktop, aber bei euch heißt es ja sowieso anders, darum mache ich jetzt exportieren.
Sag hier, bei Qualität könnt ihr ganz hochschrauben, wenn ihr es als JPG exportiert. Bei PNG kommt was anderes, aber da drückt ihr auch einfach auf Exportieren und schon, das war's. Das ist ganz simpel. Und dann habt ihr jetzt hier auf eurem Desktop eure Datei. Ja, wie schon gesagt, es sieht jetzt hier verschwommen aus, aber wenn man später dann in YouTube schaut, so, da sieht alles perfekt aus. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht schaltet ihr öfters nochmal ein. Es tut mir echt leid, ich bin relativ krank. Vielleicht hört man das auch ein bisschen. Und ja, lasst ein Abo da, macht einen Daumen hoch, macht einen Daumen runter. Ist mir eigentlich egal. Schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr eins gemacht habt. Und lasst es mir sehen. Ja, mich sehen. Und ja, haut rein, Leute. Bis bald, ciao.